Hallo, in diesem Video will ich erklären, was die kanonische disjunktive Normalform und die kanonische konjunktive Normalform ist. Ich weiß nicht, welcher deutscher Intelligenzbolzen sich diese Wörter ausgedacht hat und gedacht hat, wir müssen das auf Lateinisch machen. Auf Englisch mit Sum of Products kann man sich schon viel besser darunter vorstellen, was da eigentlich Sache ist. Und auch Product of Sums. Und sogar die Japaner, bei denen alles immer ein bisschen komplizierter ist, sagen eindeutig, das eine ist ein Produkt und das andere ist eine Summe. Warum wir hier nicht Summe, sondern Konjunktiv stehen haben, ich weiß es nicht. Wobei nicht falsch verstehen. Konjunktiv beschreibt keine Summe. Das heißt, irgendwie sind die deutschen Wörter sowieso schon mal umgedreht. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir starten einfach direkt durch. Wir haben einmal die kanonische disjunktive Normalform. Und bevor wir weiter hier in die Technik reingehen, überlegen wir uns erstmal, was wollen wir eigentlich damit machen? Der Sinn dieser Form ist es, ganz einfach mal gesagt, wir haben hier irgendwo eine Schaltung und wollen die jetzt bauen. Und die Schaltung hat ja hier ein paar Eingänge, in unserem Fall drei Stück. Man sieht es hier an dieser Tabelle, wir haben Eingang A, B, C und wir haben einen Ausgang. Und wir wollen jetzt unsere Schaltung so bauen, dass immer wenn hier was Bestimmtes ist, soll hier was Bestimmtes rauskommen. Das heißt, wenn ich hier 001 habe, wenn ich hier 001 habe, dann soll hier eine 1 rauskommen. Und irgendwie wollen wir das beschreiben. Und dafür haben wir, ich springe nochmal, eben genau diese zwei Teile. Wir haben entweder die kanonische disjunktive Normalform oder die kanonische konjunktive Normalform, um genau dasselbe Ziel zu erreichen. Was ist jetzt der Unterschied? Wir machen das nochmal weg. Hier, ba, 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 ba. Wir können jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten wählen. Und zwar sagen wir, die kanonische disjunktive Normalform. Ey. Kacke, Alter. Sum of Products. Damit sagen wir einfach, okay, wir beschreiben einfach immer, wann unsere Schaltung 1 sein soll. Und wenn wir das beschrieben haben, dann kommen wir genau auf das Ergebnis, was ich eben gezeigt habe mit dieser Schaltung. Das heißt, wir sagen, ist es das oder das oder das oder das, dann soll nachher 1 rauskommen. Ansonsten ist es 0. Passt ja eigentlich ganz gut. Die konjunktive Normalform ist ein bisschen komplizierter zu verstehen. Einfach die fachliche Sache merken. Wir gehen die ganze Sache von der anderen Seite an. Wir sagen, okay, wenn es das nicht ist und das nicht ist und das nicht ist, dann ist es 1. Ich wiederhole nochmal, in der Sum of Products, in der disjunktiven Normalform, sagen wir, ist es das oder das oder das oder das oder das, dann 1. Und in der konjunktiven Normalform sagen wir, ist es das nicht und das nicht und das nicht, dann muss es ja 1 von den anderen sein, also ist es 1. So, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend. Wir machen uns jetzt einfach mal an die Technik. Für die Sum of Products gibt es die sogenannten Min-Terme, die in Deutsch auch irgendwie, wobei in Englisch sind die auch nicht besser. Nichtsdestotrotz, wir überlegen uns einfach mal, warum ist eigentlich das Englische besser für alle, die es noch nicht so weit verstanden haben. Die Summe wird ja im Logischen auch gerne als oder bezeichnet und das Produkt oder die Multiplikation auch gerne als und. Warum das so ist, denkt mal selber drüber nach. Das heißt, wenn wir eine Sum of Products haben, dann haben wir irgendwelche Multiplikationen mit in einer Summe zusammengefasst. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir machen Min-Terme aus diesen Dingern hier. Wer nicht weiß, was ein Min-Term ist, der kann sich einfach mal das Video dazu angucken. Das heißt, wir haben hier nicht A und, denn wir haben ja Products, nicht B und C. Und wir kürzen das mal ab hier. Nicht A und B und C. Dieses und ist ein Produkt. Eine Multiplikation und wie wir das aus Mathe kennen, können wir dann den Malpunkt auch weglassen. So, damit haben wir alle unsere Min-Terme. Das ist ein bisschen verschoben hier geworden, gell? So, wir haben also, was wir gemacht haben, auch sehr geiles Deutsch. Das sind jedenfalls unsere Produkte. Und es heißt ja Sum of Products. Also müssen wir unsere Summe daraus jetzt bilden. Wir klammern das mal alles ein, damit ich das nicht alles neu schreiben muss. Und wie gesagt, die Summe ist ja das Oder, das heißt das. Oder, das, oder, das, oder, das. Ah, Entschuldigung, das war eins zu viel. Und das ist eben genau das, was ich vorher erklärt habe. Wir sagen, ist es nicht A und nicht B und C, dann ist es 1. Oder ist es vielleicht das, oder ist es vielleicht das, oder das, oder das. Dann ist es jeweils immer 1. Vielleicht wichtig dabei noch zu nennen ist an dieser Stelle, dass wir hier nicht weiter kürzen können, sondern. Ich weiß nicht, was kanonisch heißt, vielleicht heißt es sowas in diese Richtung. Wir müssen auf jeden Fall alle unsere Eingangsvariablen hier mit drin haben. Auch wenn wir ein C hätten, was immer 0 ist oder was egal ist, dann müssten wir es trotzdem immer in unsere kanonische disjunktive Normalform mit aufnehmen. Das ist, ich sag mal, nochmal so ein Special an der ganzen Sache. So, und warum heißt das jetzt im Deutschen disjunktiv? Weil eine Disjunktion ein Oder ist und das, das hier beschreibt. Diese Oder-Verknüpfungen. Sollte man sich auf jeden Fall merken, sollte man sich auf jeden Fall merken, wo das Disjunktiv hingehört. Es gehört nämlich nicht hierhin. Es gehört nicht hierhin.
Deswegen, wie gesagt, ich finde die Sum of Products viel angenehmer, weil beide Wörter drin vorkommen und es durch das Wort schon klar wird, was hier eigentlich gemeint ist. Wir wollen nämlich eine Summe unserer Produkte haben. Gut, das genug zur Sum of Products, disjunktiven Normalform. Wir kommen zur konjunktiven Normalform. Wir sagen also jetzt, was es alles nicht sein soll. In diesem Fall nehmen wir Max-Terme. Auch hier, wer das noch nicht kennt, der soll sich das Video dazu angucken. Wir schreiben die erstmal auf. So, ich hoffe, euch ist klar, was eben ein Max-Term ist. Das sind sie jedenfalls. Wir setzen im Grunde alle Variablen auf 0 mit unserem Max-Term. Und wir machen mal direkt hier mit der englischen Version des Namens weiter. Diesmal haben wir ein Produkt von Summen. So, und wir haben wieder genau dasselbe Spiel hier in unserem, da wo wir alle unsere Variablen haben. Das beschreiben unsere Summen und wir wollen jetzt aber ein Produkt davon haben. Und wir wissen ja, was eine Multiplikation im Logischen bedeutet, nämlich ein Und. Das heißt, wir verknüpfen die alle mit einem Und. Also im Grunde, Achtung, ich springe nochmal, genau umgedreht zu unserer disjunktiven Normalform. Und ich wiederhole auch nochmal, wir sagen, ist es das nicht? Ist es nicht diese, sind es nicht diese Eingabewerte? Und sind es auch nicht diese Eingabewerte? Und sind es auch nicht diese Eingabewerte? Und hier habe ich ein Und zu viel. Dann soll am Ende unsere, ich mache es nur ganz grob, unsere Schaltung 1 werden. Das heißt, auch mit der, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, mit der Product of Sums beschreiben wir auch, wann es hier hinten am Ausgang 1 wird. Genauso wie wir das mit der disjunktiven Normalform machen. In beiden Fällen sagen wir, wann es 1 wird, aber in der konjunktiven Normalform sagen wir, wenn es das und das und das nicht ist, dann soll es 1 werden. Achtung, ich springe. In der disjunktiven Normalform, wenn es das und das und das und das, wenn es das oder das oder das oder das oder das ist, dann soll es 1 werden. Also man merkt auch schon am Deutsch, wir haben immer das und das und das und das nicht. Oder auf der anderen Seite haben wir das oder das oder das oder das. Boah, ist das eine gute Erklärung? Man weiß es nicht. Und hier nochmal gerade der Vollständigkeit halber, warum heißt das Ding im Deutschen konjunktive Normalform? Weil auch hier wieder die Deutschen gerne auf das Ding hier referenzieren und sagen, das ist ja konjugiert hier, das ist ja ein und. Also an der Stelle nicht verwirren lassen. Ich finde, wie gesagt, die englischen Begriffe besser. Leider sind die in der deutschen Prüfung meistens nicht mit drinne. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht.